2 Emperor Edition, dem Review. Ah ja, wir spielen nur um 2. Logischerweise. Vorletztes aktuelles Spiel. Also zweitneuestes so gesehen. Hier haben wir schon tatsächlich 4 extra Kampagnen. Ich werde euch heute in Kaiser Augustus schon was zeigen, was schon ich schon ein bisschen gespielt habe. In letzter Zeit spiele ich ein bisschen viel mehr Rome 2. Deswegen werden wir da auch das spielen. Ja, es gibt natürlich wie immer diese Möglichkeit. Mehrspielerkampagne gibt es ja auch schon in Shogun 2. Und deswegen ist das nichts Besonderes. Schlachten natürlich immer wie sonst. Historische Schlachten haben wir hier auch wieder. Die habe ich hier aber ehrlich gesagt nicht wirklich gespielt. Ist die neu? Ah, nee, nee. Okay, ich kann mich wieder an die erinnern. Ich glaube, ich habe jede von denen irgendwann mal gespielt, aber ich glaube, ich habe auch nicht alle geschafft. Also auf meinem Laptop. Ich spiele jetzt auf meinem PC. Ja, da ist auf jeden Fall nichts Besonderes bei. Deswegen werde ich euch einmal kurz zeigen, wie das jeweils in den Kampagnen aussieht. Wir haben hier die Kulturen. Die einzelne Fähigkeiten haben, zum Beispiel dieses hier gilt für alle hiervon. Und wir haben natürlich die Fraktion mit wieder einzelnen Fähigkeiten. Ja. Ja. Dazu immer ein bisschen Geschichte und so. Dazu immer sehr schön präsentiert. Man beginnt, glaube ich, immer im Jahr 272. Ja. Deswegen weit noch vor Caesar und so. Ja, davon gibt es natürlich auch mehrere DLC-Kampagnen, die man selbstverständlich immer alle haben muss. Die natürlich ein bisschen dann abgespeckt sind von dem, was man dann gewohnt ist. Die aber dann eine bessere Geschichte, sage ich mal, vermitteln. Also in dem Fall ist das hier natürlich dann die Geschichte von Octavian. Ich stehe im späteren Kaiser Augustus. Gut, hier gibt es nur 4 4 Fraktionen, genau, nicht 4 Kulturen, sondern nur 4 Fraktionen, die aber alle unterschiedlichen Kulturen angehören, soweit ich weiß. So, das erzählt dann natürlich die Geschichte, wie Caesar Gallien erobert hat. Hannibal vor den Toren, klar, was das erzählen soll, ja, erklärt sich hoffentlich von selber. Und der Zorn Spartas, ja, 479 vor Christus. Und dann 432 startet dann die ganze Geschichte. Persien mehr oder weniger ist hier dann schon ein bisschen raus, glaube ich sogar. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte euch heute was aus der Kaiser Augustus Kampagne zeigen. Dazu laden wir auch schnell. Man sieht, ich habe das hier, glaube ich, ein bisschen gespielt. Ganz kleines bisschen. Wirklich nicht viel. Aber ich neige dazu, solche Kampagnen auch immer sehr viel zu spielen, ehrlich gesagt. Hier sind wir noch Anfänger. Boah, seit 2014 spiele ich diese Kampagne. Alter Junge. Und 2000, ja gut, aber ich habe dazwischen natürlich eine Pause gemacht. Ich habe ja sehr viel Attila dann dazwischen gespielt. Das kam ja dann dazwischen raus. Aber ich wollte euch dann hier was zeigen. Weil, ja, ich in der Kampagne schon ein bisschen was erreicht habe und dann haben wir den Vorteil, dass wir nicht bei den anderen Reviews ein bisschen warten müssen, bis das Ganze eigentlich losgeht. Ja. Total War Rome 2. Ich glaube tatsächlich, dass es könnte sein, dass das das am schlechtesten bewertete Total War ist, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. 78er Metascore, glaube ich. Ja, finde ich schade, ehrlich gesagt, weil ich finde, dieses Spiel hat auch sehr gut einfach auch grafisch und so abgeliefert, weil ich finde dieses Kartendesign, muss ich sagen, finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Ja, das sagt mir einigermaßen zu, wie die kleinen Vögelchen hier rumfliegen und so. Auch auf den Schlachtkarten selbst, ich fand diese Übersicht hier fand ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Wenn man hier noch die Armeen vielleicht ein bisschen differenzierter gesehen sehen hätte können, dann wäre perfekt gewesen. Hier haben wir eine Armee, die sich auf unserem Gebiet herumtreibt, aber die ist keine Gefahr. Die können wir mit jeder Garnisonsarmee abwehren, denke ich.
Außerdem gehen die hier sowieso gerade nach oben, weil die hier nicht Rebellen, weil die hier irgendwelche Plünderer jagen. Dann können die vielleicht auf dem Weg auch da mal vorbei. So, den hier wollten wir töten. Ja, ein Messer in die Rippen vielleicht. Arschloch. Was ich tun, tue ich für Rom. Sehr schön. Ja, wir sind schon ein bisschen weit fortgeschritten. Wir haben 1036 Nahrung. Ja. Brot und Spiele, meine Freunde. So, die Armee hier könnte, glaube ich, bald mal auf Tullifurdum marschieren. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Das hier auch scheinbar nicht bewacht wird. Hier stürmen wir noch nicht. Ich würde hier gerne halt wirklich einen sehr einen sehr überlegten Angriff machen. Die Siedlung wird belagert. Deswegen können wir hier auch mal ein bisschen belagern. Hierhin verschieben wir mal eine Armee, weil letzte Runde ist die Garnison hier schon angegriffen worden von denen hier, aber die können wir zurückschlagen. Nächsten dürftet ihr hier sein, dann müsst ihr versuchen, im Gewaltmarsch dahin zu kommen. Laufen wir mal aus. Und dann greifen wir hier an. Okay, die ziehen sich zurück. Dann können wir uns auch zurückziehen nach Norden. Weil ich stehe da sehr ungern, ehrlich gesagt. Hier müssen wir noch ein bisschen warten, bis das hier quasi befriedet ist, sage ich mal. Was machen wir mit ihr hier? Komm, wir schicken die zur Armee hier nach unten. Ja. Ja, ich kämpfe natürlich hauptsächlich mit Legionsarmeen. Ich gehe ja sehr langsam vor in Total War, muss ich sagen. Im Gegensatz zum guten Rummener, der übrigens gerade auf unserem Streaming-Kanal Years in the Fighting Pit streamt. Was habt ihr selbst über euch gebracht? Lol. Euer Volk wird euch verfluchen, wenn die Flüsse sich rot von Blut färben. Was bist du für ein Arschloch? Und die Nabatäer werden dafür bestraft, dass sie uns jetzt so kläglich im Stich gelassen haben. Okay. Wenn die Krieg wollen, dann werden sie Krieg kriegen. Ha, Krieg, kriegen und so. Krieg. Ich komme mit Ehre und... Ne, die vernichten wir. Die haben nur noch eine Stadt. Das Spiel hat übrigens 1,1 Millionen Exemplare verkauft. Möchte ich kurz erwähnen. Die heulenden Wölfe greifen uns an. Finde ich aber irgendwie nicht so nett. Wir speichern einmal kurz. So. Ist am 3. September erschienen, 2013 damals. Von Creative Assembly natürlich. Was ich krass finde bei Total War immer wieder ist, dass das tatsächlich eines der wenigen Spiele ist, die eine niedrigere USK als eine PG haben. PG 16, USK 12. Ja. So, was haben wir denn noch? Also, es sieht eigentlich ganz gut aus, also... Haben wir denn die Artillerie von denen? Die Artillerie steht da hinten. Oder? Lol, wo stehen die denn? Ah, nee, die stehen hier. Das Problem ist, sie werden uns treffen, wenn wir hier stehen bleiben. Ich hätte aber gerne eigentlich... Ping kann ich hier nicht. Ich hätte aber eigentlich gerne das hier und das hier quasi mit den beiden Einheiten zugemacht. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Verteidigen müssen wir den Punkt hier auch eigentlich gar nicht, weil wir eine... einen anderen Schlachtschiff spielen. Ich würde aber trotzdem gerne ein paar von denen töten, ehrlich gesagt.
Ja, ich werde vielleicht diese Schlacht hier auch komplett, beziehungsweise nicht komplett, aber ich werde vielleicht einen großen Teil dieser Schlacht hier rausschneiden. Einfach weil das langweilig werden wird, weil wir hauptsächlich abwarten werden. Und dann machen wir hier noch zu. Wie ihr befehlt. Jupiter gibt uns Kraft. Einmal hier. Und einmal hier. Vielleicht werden wir bei der letzten Garnisonsschlacht, sage ich mal, habe ich auch einfach dann irgendwann angegriffen, auch wenn die einfach in der Überzahl waren, weil Legionäre ein bisschen sehr OP sind. Vielleicht machen wir das hier auch. Aber ich cutte erstmal, bis wir vielleicht dann doch kämpfen. Bis gleich. Und hier sind wir auch wieder. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir zumindest teilweise kämpfen müssen. Die hier werden vorbeiziehen, aber die hier laufen quasi direkt in unsere Arme. Ich besitze natürlich alle DLCs für dieses Spiel. Ich bin ja ein kleiner Total War Softie. Was ich hier ein bisschen vermisse, ist dieses mit Blut bespritzt werden der Kamera, wie man das aus Shogun 2 kennt. Ah, da kommen die doch, da kommen die doch, die, meine lieben Freunde. Da kommen sie doch. Unser General wird angegriffen. Ja, sie liegt neben dir, meine Frau. Das hat er schön gesagt. Okay, die hauen schon wieder ab. Also ich muss schon sagen, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel offen, was so die Kritiken waren an diesem Spiel. Ich muss schon sagen, eine davon hatte sehr, sehr recht mit dramatischeren Schlachten. Also das finde ich echt krass. Also diese Schlachten-Szenarios sind echt einfach mega gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Screenshots ich immer mache, so bei Total War Schlachten. Ja, vielleicht können wir euch ja zurück in die Reihe holen. Komm, schneller, 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 schneller. Ah ja, übrigens, für die Leute, die es interessiert, ich spiele auch mit einer Mod, glaube ich. Also ich glaube, ich spiele nur mit einer. Und zwar mit der Legionary Tactics Mod. Die es schafft quasi, dass man alle Legionärsformationen auch für alle Legionärseinheiten hat. Das heißt, sowas wie eine defensive Schildkröte ist nicht mehr exklusiv, mehr oder weniger für Prätorianer und sowas. Thank you.
Vielleicht können wir ja tatsächlich den Punkt wieder einnehmen. Auf den Angriff vorbereiten! In Schildkröte. Na komm, vorwärts. Wenn ich jetzt schon da. Wenn schon richtig, dann richtig. Aber ich liebe einfach dieses Marschgeräusch, ne? Macht mich schon ein bisschen geil. Okay, das war jetzt ein Scherz. Hoffentlich habt ihr das auch so verstanden. Wenn nicht, dann seid ihr ganz schöne Spastis. Ja, ihr seid gemeint, ihr Wichser. So. Wir schicken die hier mal auch außen rum. Plebea kann man immer ruhig verlieren, die jucken eh kein Schwein. Gesamte Munition verbraucht. Ich hätte das anders machen sollen, ich hätte die Legionseinheiten splitten sollen, dann hätten wir den General schnell ausschalten können. Das war dumm von mir. Mhm.
müssen gleich auf jeden Fall versuchen, den Exeral schnell zu generaten. Ja, den General schnell zu executen. So rum. Das wird dann auf jeden Fall Moral ziemlich krass abziehen. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall versuchen. Komm, könnt ihr mal fliehen? Also das sind auch Schwertmeister. Aber ihr hier nicht. Der Kopfjagd. Okay. Jetzt gehen wir auf den Execute. Puh, dann war die Schlacht doch ein bisschen spannender, als ich gedacht hätte. Nasha ist ein ganz schöner Noob. Ja, ist aber nicht gestorben. Ich hätte eigentlich noch so lange spielen müssen, bis der tot ist. Das war auch nicht so klug. Zumindest für ein Gesicht zu verziehen. Dann haben wir jetzt quasi zwei Armeen dastehen, das heißt, wir können die eine davon auch benutzen, um dann quasi weiter Richtung, also ins heutige Deutschland, sage ich mal, einzudringen und vielleicht auch ein bisschen nördlich davon zu gehen. Aber wir müssen uns ja jetzt dann langsam damit auseinandersetzen, dass wir Krieg führen müssen. Mehr Krieg als jetzt. Denn hier hat uns jemand den Krieg erklärt. Pulpodeva steht jetzt hier ein bisschen ungünstig vielleicht. Wir müssen auf jeden Fall Armeen nach Süden verschieben. Ja gut, dann muss ich mal kurz die Übersicht aufrufen. Olbia ist sehr glücklich, dann können wir vielleicht versuchen, damit Odessos anzugreifen. So, hier haben wir eine sehr gute Stellung schon mal. Wir können, indem wir Phasis einnehmen, schon mal hier ein bisschen abtrennen und so langsam dann die beiden Städte jetzt isolieren, um dann dort dann agieren zu können. Und dann gehen wir doch noch hier hin und gehen hier ein bisschen Brandstiftung. So. Hier haben wir plus 15. Jetzt haben wir minus 7. Okay, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Schön. Die haben sie jetzt natürlich da eingegraben. Die greifen wir aber dann gleich an. Hier befindet sich auch noch eine Armee.
Ägyptens. Kyrene steht jetzt natürlich für sie ein bisschen ungünstig da. Haben wir irgendwo noch eine Flotte? Aber wir haben hier noch eine Armee. Ja gut. Nova Karthago wird dann jetzt verlassen. Und wir marschieren nach Kyrene. Genauso wie Tingis, das wird auch verlassen. Und wir marschieren nach Tyros. Ja, wir müssen jetzt sehr schnell handeln tatsächlich. Vernichtet aber trotzdem noch die Rebellen, die sich auf unserem Land befinden. Für uns den Weg frei machen nach Pulpodeva. Ja, hier haben wir übrigens Octavian selber. Ich glaube, den schiffen wir jetzt auch ein. Du bist hier an Land. Gut, ich glaube aber, wir sind schon über der Zeit wieder drüber. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich mag das Spiel eigentlich auch sehr, sonst würde ich dieses Video wahrscheinlich nicht machen. Total War, Love for Life, nach Witcher und Life is Strange. Bis dann. Ciao.